Hallo zusammen, ich bin der Alec und das ist der Noe und wir haben zusammen einen Sortierroboter gebaut. Er dort Legosteine nach Farben sortieren. Wir haben ihn gebaut, weil wenn man das per Hand sortieren würde, würde das viel zu lange dauern. Er erklärt euch jetzt, wie es funktioniert. Also, wir haben hier einen EV3, also einen Mindstorm. Und da hat man einen Farbsensor. Und der Farbsensor, der scannt dann das Lego-Teil, also die Farbe davon. Und dann dreht der Motor da unten, dreht das Laufband in die richtige Richtung. Und der Motor da hinten, der dreht das Laufband, damit das Lego-Teil über das Laufband eigentlich in die richtige Kiste mit der richtigen Farbe kommt. Jetzt müsst ihr schnell warten, bis er läuft. So, ich zeige das schnell. Also, jetzt kann man das Lego-Teil drauflegen. Das scannt die Farbe. Es ist immer ein bisschen ein Problem mit dem Farbsensor, wegen dem Winkel. Aber ja, müsste gehen. Also, wir zeigen es nochmal, weil jetzt. Also, eben, hier dreht das Laufband hier. Und das Laufband dreht dann. Und das blaue und das Lego-Teil geht dann eigentlich in die Richtung Schachtel. Und, ja. Danke fürs Zuhören und das war's gewesen. Das zusammen mit dem Aufräumroboter wäre natürlich der Clou. Mami regt sich nicht mehr auf und die Legosteine sind sortiert. Beim nächsten Bauen geht's dann schneller.